Moin Moin, ihr Flüht und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Star Trek Legends. So, wir machen gar nicht allzu lange rum. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein in die nächste Mission, damit wir da mal durchkommen, damit wir hier auch mal die anderen Fortschritte freischalten. Wobei, ja, es sind noch eine ganze Ecke an Missionen zu erledigen. Jetzt kommen erstmal der Stamm der Verdammnis, Kapitel 4, nee, 3, Episode 4, Kapitel 3, Windungen. Auch Dr. Crusher ist der Infektion zum Opfer gefallen. Das Außenteam muss sie retten und die Ordnung wiederherstellen. Die erste Ordnung. Falsches Universum. So, wen haben wir denn hier? Das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. Wir haben Security, wir haben Engineering. Oh, warte mal, wir haben vielleicht ein bisschen oversecured. Oder nicht Security. Security ist Tasha. Quatsch, Tasha Sela. Wie heißt das hier nochmal? Führungsstab. So rum. Ich würde sagen, wir nehmen entweder nochmal. Ich glaube, wir sollten Heilung mitnehmen. Sehe ich jetzt momentan aber auch echt nur McCoy als unser bestes Crewmitglied. Wenn es darum geht, Crusher zu retten, die infiziert ist, würde ich sagen, ist ein Doktor die bessere Wahl. Eigentlich müssten wir noch Engineer. Warte mal, vielleicht sollten wir anstatt Riker. So. Ist ein bisschen bunter. Aber ich glaube, von dem, was wir brauchen könnten, ist hier mehr vertreten jetzt. Ist nur so ein Bauchgefühl. So, rettet Dr. Crusher, lebenszeichenfeindlicher Menschen. Noch sieht es recht ähnlich aus zu dem, was wir kennen. Oh, es fällt mir schwer, mich auf diese Utensilien zu konzentrieren. Ich... Doktor, geht es Ihnen gut? Brütleck. Oh. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, die Krankheit zu verlangsamen. Aber ich brauche mehr Tiragen, um sicher zu sein. Ich glaube, Sie sollten sich von ihr entfernen. Jetzt! Sofort! Schneller! Panischer! Es ist Burnham. Alter, das sieht ja schon ein bisschen widerlich aus hier, ne? Also... Naja. Moment. Automatisches Play machen wir mal aus. So, Doktor, du wärst eigentlich als nächstes dran. Naja, so. Ja. Doktor schießt auf Doktor. Arzt, heile dich selbst, sag ich mal, ne? Ups. Also da hätten sie sich irgendwie mal was anderes ausdenken können mit, wir sollen sie retten, anstattdessen lösen wir sie in ihre Moleküle auf. Aber okay, okay. Wie hat Benjamin Sisko bei Im Fallen Mondlicht gesagt, ich kann damit leben. So. Wie geht's weiter? Ich habe sie ruhig gestellt. Ja, so würde ich das auch sehen. Ich habe sie, also, ja, doch, ja, also, ja. Data hat die Borgkönigin im 8. Kinofilm auch ruhig gestellt, dadurch, dass er diese komischen Tanks da, ne, und sie sich dann aufgelöst hat. Das, ruhigstellen ist ein weit dehnbarer Begriff, Freunde. Ich bin mir nicht sicher, wie lange das anhalten wird. Ja, wir müssen erstmal Moleküle einsammeln, glaube ich. Sagen Sie mir, dass Sie sie heilen können, Doktor. Möglicherweise. Sie war ein Genie und hatte schon eine Weile an einem Heilmittel gearbeitet.
Vielleicht steht in der Aufzeichnung etwas Nützliches. Aber ich bin mir nicht sicher, wie weit sie gekommen ist. Wenn wir nur Meteoragen finden könnten, hätten wir eine Chance. Sehen wir uns um. Wenn alle Stricke reißen, können wir vielleicht weitere medizinische Vorräte in einem Lager in der Nähe finden. Okay. Stabilisieren? Ja. Guck, hat sich schon gelohnt, McCoychen hier mitzunehmen. Wir stabilisieren mal Dr. Crusher. Ich habe es geschafft, die Krankheit fürs Erste aufzuhalten. Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Sie sollte in der Lage sein, ein paar Fragen zu beantworten. Crushers Zustand stabilisiert. Dr. Crushers Krankheitsverlauf wurde verlangsamt, aber nicht aufgehalten. Sie kann dem Außenteam möglicherweise wertvolle Informationen geben. Dr. Crusher, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, wie wir die Herstellung des Heilmittels abschließen können? Ihr werdet mehr Terragen benötigen. Ja, das hatten wir jetzt schon 5-mal, glaube ich. Es gibt einen Weg durch den Wald. Dort solltet ihr den Infizierte weitestgehend aus dem Weg gehen können. Den Infizierten weitestgehend aus dem Weg gehen können. Boah, ist das ein schlechtes Spiel, da fehlt ein N. Das reicht, Beverly. Sie brauchen jetzt Ruhe. Ich verordne Ihnen Bettruhe. So wie ein Toss, als McCoy endlich mal das letzte Wort haben durfte. Oder auch nicht. Lebenszeichen feindlicher Menschen. Im Wald. Nee, doch nicht im Wald. Ach komm, Doktorchen. Ja? Da oben? Ah, jetzt. Romulana. Ah, jetzt wir nähern uns langsam wieder dem Außenbereich, glaube ich. Es sieht schon ein bisschen grüner aus. Ja, aktiviere ruhig deine Tarnung, das wird dir jetzt auch nicht mehr so viel weiterhelfen. Wobei, naja, schafft McCoy ihn hier wieder nicht, weil er ein bisschen mehr Lebenszeichen hatte. So. Aber selbst die 318 hatte seine Schwierigkeiten. Mensch, McCoy, habe ich dich so vernachlässigt in letzter Zeit? Hätte ich mal ein bisschen besser leveln müssen, wa? Ja, Spiel, hallo, geht's weiter? Danke. Manchmal hattest du seine Phasen, wo es einfach nicht will, ne? Und wieder feindliche Menschen. Hör mal, das Bild hier oben, das sieht ja voll ganz komisch aus. Es ist mir vorher gar nicht aufgefallen, dass es so ein Pixelbrei da oben ist. So ein gequetschtes Bild aus dem Hintergrund von hier. Ich sage ja, das Spiel hat Potenzial nach oben. Sehr viel noch.
Ja, nicht, weil es so schlecht ist, aber es hat definitiv an sehr vielen Ecken noch sehr viel Potenzial nach oben. Gleich Reihe ausgeschaltet. Sehr schön. Nächster Kampf, aber was steht eigentlich? 35%. Da kommt noch eine ganze Ecke, habe ich das Gefühl. Wieder feindliche Menschen. Also dafür, dass wir Richtung Wald sind, habe ich das Gefühl, wir rennen hier irgendwie die ganze Zeit im Kreis innerhalb dieser Krankenstation. Oder Krankenhauses. So froh, so oft wie Sela ihren romulanischen Disruptor da überlebt, dass das Ding nicht irgendwann in ihrer Hand explodiert. Beame hinein zur Verstärkung und schieb. Sollte definitiv irgendwann mal McCoy weiter leveln. Dafür, dass er unser bester Mediziner aktuell noch ist, ist er echt ein bisschen noch zu schwach. So. Endliche Menschen. Sag mal, kämpfen wir uns denselben Weg raus wie Raiden? Kommt mir genauso lang vor wie der Weg, als wir zu Dr. Crusher wollten. So. Lasst uns in Ruhe, ihr Elenden. Eieiei. So, Doktor. Ein Kraftfeld kriegen sie aber noch hin, ja? Na, immerhin. Würde es wirklich schöner finden, wenn wir Freunde wären. Oh. Ja. Kommt noch Verstärkung? Sehr schön, so. Erkundung. Wir sind noch nicht draußen, aber wir sind jetzt hier wieder bei diesen hochexplosiven Dingern im Krankenhaus. Hier muss es sein. Sieht jemand von Ihnen etwas, das wie Terragen aussieht? Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich spreche das Wort falsch aus. Terragen, oder? Schreibt es in die Kommentare, wenn ich es falsch ausspreche, aber irgendwie bist du im Kopf. Das heißt doch Terrage, oder? Es wird Stunden dauern, diese Kisten zu durchsuchen. Ihr nehmt doch einen Tricorder und scannt nach entsprechenden Mustern. Die Infizierten könnten uns jeden Moment überrennen. Vielleicht kann ich unsere Tricorder so. Ich hätte für die Autor werden können, oder? Vielleicht kann ich unsere Tricorder so programmieren, dass sie nach Terragen suchen, wenn wir die entsprechenden molekulare Resonanzfrequenz eingeben. Das ist genial. Da könnte der alte Spock noch etwas von Ihnen lernen. Nein. Nein, Spock hätte dieselbe Idee gehabt. Danke, Doktor. Das liegt in der Familie. Es ist echt noch so ein Wunderpunkt, dass Burnham und Spock verwandt. Ich versuche das einmal wegzublenden. Okay, was können wir machen? Wir können entweder Ausschau halten oder scannen. Wir scannen natürlich und hier hat es sich jetzt gelohnt, dass wir Saru mitgenommen haben als Wissenschaftler. Ich habe das, ich glaube, es heißt nicht Terragen dann gelohnt. Ich habe das Terragen. Vielleicht ist es auf Gen die Betonung. Ich habe das Terragen lokalisiert. Es ist in einer der Truhen an der hinteren Wand.
Exzellente Arbeit. Gehen wir zu Dr. Crusher zurück. Sie kann immer noch gerettet werden. So wie der Rest der gesamten Kolonie. Moment, Doktor. Ich habe mehrere Lebensformen direkt hinter diesen Türen aufgespürt. Wir waren zu lange hier. Wenigstens haben wir das Überraschungsmoment auf unserer Seite. Lager überprüft. Das Außenteam untersucht das Lager und findet schnell das Terragen. Ich glaube, worauf ich mal hinaus wollte, war die Terrage, oder? Ist das nicht das mit diesen Krankenbetten dönt da? Nee, das war Triage, oder? Triage. Ach, egal. Terragen. Wir bleiben bei Terragen jetzt. Ressource. Deine Crew bemerkt etwas Glänzendes auf dem Pfad. Ich habe mir alle Aufzeichnungen der Doktorin durchgelesen. Die sind unglaublich. Ihre Untersuchungen der Nukleotiden von... Doktor, können Sie sie retten? Ich habe bereits ein potenzielles Heilmittel verarbeitet. Aber Worf, ich kann nicht garantieren, dass sie es schafft. Ihre Atmung stabilisiert sich. Was immer sie getan haben, es hat funktioniert. Sie ist eine Kämpferin. Aber diese verdammte Krankheit leider auch. Also das ist merkwürdig. Laut ihrer Forschung ähnelt der Erreger Beta-Teplin. Das ist ungewöhnlich, weil Beta-Teplin ist ein Medikament und soweit ich mich erinnern kann, wird es nur auf einem einzigen Planeten hergestellt. Lupix 4. Sagt mir gerade gar nichts. Sehr schön. 65% ist gerade nur zwei abweichende Möglichkeiten. Na gut. Gehen wir die halt auch nochmal durch. So, ich nehme jetzt die Standard-Crew mit, weil die nötige Medizin- und Wissenschaftsgeschichte hatten wir ja schon. So, ja. Ab hier überspringen wir mal wieder, machen Autoplay an. Bringen wir nach Kunden. Ja, so. Stabilisieren hatten wir gemacht. Wir dringen jetzt ins Lager direkt vor. Burnham hat recht. Wir sollten uns zum Medizinvorrat begeben. Dr. Crusher, wir werden zu Ihnen zurückkommen. Ich finde es gut, dass, ehrlich gesagt, also obwohl das nur so kleine Momente sind, aber dass Worf und Crusher viel mehr miteinander zu tun haben, wird echt durch diese kleinen Sequenzen gut verdeutlicht, finde ich. Also mein, kann auch sein, dass ich das so rein interpretiere, weil mein Kopf das daraus macht. Aber es kommt mir so vor. Lebenszeichen feindlicher Menschen, ja. I don't know. Nee, nicht I don't know, I know. Ja. Wir müssen jetzt noch ganz viele Menschen killen. Zu Seela und zu Riker würde ich hier mit ihren Dauerfeuergeschichte auch irgendwie so rauchende Colts oder sowas als Beschreibung passen. So, Ressource, ja. Mein Gott, jetzt schieß doch endlich. Seht ihr, was ich meine? Das waren jetzt drei oder vier passive Buffs hintereinander. Das hätte ja nicht unbedingt sein müssen.
Bezug nehmen nochmal auf das, was ich in der letzten Folge gesagt habe, mit das. Ja, der Autobattler macht es ein bisschen einfacher. Gleichzeitig aber auch irgendwie. Wenn man es sieht, kommt man sich manchmal so vor, so, wenn ich das entschieden hätte, hätte ich es anders gemacht. Wahrscheinlich mit Absicht, damit das Spiel die Spieler dazu triggert, auch wirklich zwischendurch mal wieder manuell zu spielen. Also der Weg zum Lager scheint der gleiche zu sein, egal ob jetzt mit McCoys Weg oder mit Burnhams Weg. Wir müssen uns durch so viele Reihen hier durchballern. Beim Terrangehen angelangt. Diesmal Ausschau halten. Huch. Da war ein Text. Ich hätte ihn gerne noch gelesen. Der ist jetzt weg. Toll. Naja. Wir haben jetzt einen anderen Weg genommen, auf jeden Fall. Sie brechen durch. Ritalaka. Könnte auch klingonisch sein. War das eine Sprache? Jetzt ist nicht die Zeit für Linguistikunterricht. Es ist Zeit zu handeln. Gehen wir zu Dr. Crusher zurück, okay? Mit dem Terragen, nicht den Terragen. Ich glaube, ich ging die ganze Zeit von diesem Bettenprinzip bei Krankenhäusern aus. Wie heißt denn das? Das heißt doch so ähnlich wie Triage oder sowas. Ich glaube, von an sowas habe ich gedacht hier die ganze Zeit. Das wir gefunden haben, sollte ich in der Lage sein, ein Heilmittel herzustellen. Sehr schön. Den Teil kennen wir schon, den Teil auch schon. Ja. 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 Also dafür, dass wir nur 65% hatten, weiß ich jetzt gar nicht, was sich hier so großartig geändert hat an der Story. Das ist ein halbes Medikament, genau. Jetzt sind wir bei 100%. Naja, gut. Okay, nehmen wir mit. Für die Freunde, dann würde ich sagen, soll es das für heute gewesen sein? Windungen. Es waren lange Windungen zum Lager hin und zurück. Es kommt einem im Nachhinein immer so vor wie bei Asterix und Obelix bei den Briten, hieß das so, wo sie den Turm da zweimal rauf und runter sind, diesen Gefängnisturm so. Oh Gott, geht bitte, aber lasst uns in Ruhe. Ah. Obelix, ich komm rauf. Nein, Asterix, ich komm runter. Bam, 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 bam. Ja, mein Hirn tickt einfach, ich weiß, sorry. Jo, aber wie gesagt, der Stamm der Verdammnis, Kapitel 3, Windungen, ist erledigt und beim nächsten Mal gucken wir uns dann Kapitel 4 an, der Kampf um ein Heilmittel. Tja, also kämpfen tun wir ja eh eine Menge. Ich wünschte, es wird mal ein bisschen was anderes geben als kämpfen. Aber Herrgott, das ist halt das Spielprinzip. Gut, die Freunde, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Hummel, Hummel. Moss.